Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Sendai-Dukai und ich will dir zeigen, wie du den Polysynth in Bitwig mit ein paar Modulatoren in einen wunderbaren virtuell-analogen Synthesizer verwandeln kannst. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und ein Abo gibst und mir ein Hallo in den Kommentaren da lässt. Dann legen wir mal los. Was bedeutet das, aus dem Polysynth einen virtuellen analogen Synthesizer zu machen? Konkret würde das bedeuten, dass wir die elektrischen Schaltkreise eines existierenden Synthesizers nachbauen müssten. Das geht natürlich so mit dem Polysynth nicht. Aber eine Eigenschaft kann ihm mitgegeben werden, sodass er nicht mehr so sehr präzise digital klingt. Da verpassen wir dem Polysynth einen Oszillator-Drift. Ein Oszillator-Drift ist nichts anderes, als dass wir es mit einem Oszillator zu tun haben, der die Frequenz, also die Tonhöhe, nicht stabil halten kann. Wie so SängerInnen, die den Ton nicht hundertprozentig treffen und dann eventuell zusätzlich noch versuchen, die Tonhöhe zu korrigieren. So etwas passierte früher schon mal, weil die Elektronik den Stromfluss nicht präzise kontrollieren konnte, beziehungsweise das Netzteil sehr schlecht war, Wärme einen großen Einfluss auf die Bauteile hatte oder es eben mechanische Ursachen hatte. All das führte dazu, dass es zu Tonhöheninstabilitäten führte, die wiederum den Sound ihrer Zeit mit vielen Schwebungen geprägt haben. Und wie immer in der Musik gilt auch hier der Spruch, nur weil du den richtigen Ton nicht triffst, heißt das nicht, dass er falsch ist. Der Oszillator-Drift kann natürlich für jeden anderen Bitwig-Synthesizer gebaut werden, sowie natürlich auch für alle externen Plugins, die mit den Modulatoren von Bitwig steuerbar sind. Aber jetzt egal der langen Vorrede, fangen wir an, den Oszillator-Drift für den Polysynth anzuschauen. Und zwar ist hier dieses Preset, das habe ich schon geladen. Im Moment ist der Oszillator-Drift aus und wenn ich jetzt einfach einen Akkord anschlage, habe ich einen sehr tonhöhenstabilen Ton. So, und das sieht man auch hier schön, hier mit dem Oszillator 1 trifft und Oszillator 2 trifft. Die sind schön stabil. Wenn ich den jetzt hier anmache, dann kann ich mit der Intensity, kann ich die Instabilitäten einfach erhöhen. So, ich lasse es jetzt mal auf dem untersten Level. Machen wir nochmal schnell runter und jetzt drehe ich mal voll auf. Da hört man schön, wie die Töne gegeneinander verstimmt sind und man sieht es auch hier schön bei den Oszillatoren-Drifts, dass die alle so ein bisschen auseinander driften. Je weiter runter ich das drehe, desto weniger sind die instabil, je weiter hoch, desto instabiler. Das heißt, wenn ich jetzt nur einen Ton drücke, wackelt der ganz schön hin und her. Also man kann das schon ziemlich weit treiben. So, jetzt gibt es hier noch einen Dynamic Detune. Und dieser Dynamic Detune macht nichts anderes, als während der Laufzeit des Tones, also solange der gehalten wird, findet ein weiteres Detuning statt. Ich drehe das hier mal komplett auf und lass mal das Detuning aus und dreht es dann einfach mal hoch und dann beobachtet einfach, was hier passiert bei den Oszillator-Drift-Displays. Es unterliegt ständigen Schwankungen. Wenn ich das natürlich nicht so extrem haben will, dann drehe ich den einfach ein bisschen zurück. Dann bewegt sich das nur langsam. Ich habe aber immer diese Schwebungen da drin. So. Wenn ich diese Bewegung da gar nicht drin haben will, dann kann ich hier Static drücken. Dann ist es immer auf einen neuen Note-Trigger oder Key-Trigger, wird da quasi mit den Random-Modulatoren wird da einen neuen Ton ausgehandelt, sage ich jetzt mal. Und der hält sich dann die ganze Zeit. Der ist dann einfach konstant.
So, und damit kann man einfach einen wunderbaren, instabilen, Drift erzeugen, der halt dann einfach insgesamt wunderbar, einen wunderbaren Sound ergibt, der halt einfach nicht so wahnsinnig clean klingt. So, und natürlich ist hier noch ein weiterer Parameter da, der betrifft aber mein Expression Pedal, mit dem ich meistens den Filter hier steuere. Wenn ich den hier runterdrücke, kann ich hier mit meinem Expression Pedal, kann ich einfach den Filter hier drehen. Der ist standardmäßig hier auf voll an, sodass man hier immer noch die volle Kontrolle über den Filter hat. So, und natürlich kannst du das Preset runterladen. Den Link zum Download auf meinem Blog Klangwerk findest du unten in der Videobeschreibung. So, und mein Name ist Otto Sendaidokai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, von dir in den Kommentaren zu hören und hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.